Hallo, grüß euch. Wir sind auf der Suche nach Antworten. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gerne, natürlich. Okay, die Fragen müssen Sie nicht beantworten, aber nur, wenn Sie wollen. Okay. Die Antworten für die Fragen entstanden im Rahmen unseres Workshops und sind auch zum Teil vom Fragebogen von Max Frisch. Die Antworten verwerten wir in unserem kleinen Theaterstück und auch auf dem Stadtrecherchenblog. Sehr gut. Okay, dann beginnen. Glauben Sie an Gott? Ja. Was denken Sie, wenn Sie die folgenden Wörter hört? Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist was, an was Positives, glaube ich, da. Können Sie ohne Hoffnung denken? Nein. Was ist Ihr Hobby? Sport. Meine Familie natürlich. Wobei meine Familie natürlich an erster Stelle steht. Sport. Ja, das ist eigentlich das, was ich am meisten tue. In der Natur. Ich habe einen Garten und bin natürlich sehr viel draußen auch. Haben Sie Hoffnung? Ja. Würden Sie einen Armen auf der Straße helfen? Ja. Was ist Ihr Lieblingssportart? Volleyball. Würden Sie einen Verletzten helfen? Ja. Wofür sind Sie dankbar? Dass es meiner Familie gut geht. Okay. Was erfüllt Sie mit Hoffnung? Die Natur, die Kunst, die Wissenschaft, die Gesichter der Menschen? Ja, grundsätzlich finde ich die Natur ganz, ganz wichtig, weil wir von der abhängig sind. Und ich hoffe, das ist meine Hoffnung, dass die Natur so unbeschadet bleibt, weil das ja für unser Weiterleben ganz wichtig ist. Lieben Sie jemanden? Ja. Was fehlt Ihnen zum Glück? Was fehlt mir zum Glück? Mhm. Also wenn du mich so genau fragst, eigentlich gar nichts, aber wenn ich morgen einen Lotto 6er machen würde, wäre ich nicht traurig drüber. Ach so. Was bewegt Sie? Unehrlichkeit. Das bewegt mich leider immer ganz, ganz extrem. Das ist etwas, was mich sehr trifft und mit dem ich nicht gut umgehen kann. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ja. Wurden Sie früher gemobbt? Nein. Mögen Sie Tiere? Ja. Wie stellen Sie sich Armut vor? Hunger. Für mich ist Armut mit Hunger verbunden. Wie viel Geld möchten Sie besitzen? Dass ich gut leben kann, dass meine Familie und ich gut leben können. Mehr brauche ich nicht. Wogegen sind Sie nicht versichert? Wogegen bin ich nicht versichert? Ich bin sehr gut versichert, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, gegen Krankheit. Ich meine, gegen Krankheit in dem Sinne, es gibt keine Versicherung, dass man morgen nicht krank wird. Sammeln Sie Kunst? Nein. Was glauben Sie, so wird die Menschen erschaffen? Wer die Menschen werden? Naja, da ich an Gott glaube, glaube ich auch an die Schöpfungsgeschichte. Sind Sie sich selber ein Freund? Ob ich mit mir selber? Also sind Sie sich selber ein Freund? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich mag mich schon. Manchmal mag ich mich nicht, aber ich glaube, das darf ich auch, aber sonst mag ich mich. Haben Sie Angst vor Tod? Ja, habe ich schon gesagt, ja. Was denken Sie über Freundschaft? Ganz, ganz wichtig. Freunde kann man sich aussuchen. Deswegen ist Freundschaft für mich ganz, ganz wichtig, dass ich zu den Menschen oder die Menschen, mit denen ich befreundet bin, das ist, ja, da mache ich auch sehr viel dafür. Und das ist hundertprozentiges, sich gegenseitig aufeinander verlassen können. Okay. Wer hat die Menschen erschaffen? Ja, ich bin da nicht der physikalische Typ, sondern da ich gläubig bin, glaube ich auch, dann ist für mich doch Gott der Ursprung. Dankeschön. Bitte gern. So, ich hoffe, ich habe euch geholfen damit. Ja.